Gummy like a Hellcat. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir und heute nur ein ganz, ganz kurzes Video, denn ja, ich bin selbst überrascht. EA hat nämlich nochmal was rausgehauen. EA hat hier nochmal ein paar Packs wahrscheinlich rausgehauen. Ich bin sehr, sehr gespannt, was das Ganze hier sein wird. Das National Heroes wahrscheinlich Pack Event, so wie ich das gelesen habe. Top Tournament Performers are coming soon with National Heroes All-Stars available in Packs and Offers tomorrow at Reset. Das heißt, heute, wenn da sich FIFA Mobile resettet, gibt es Packs wahrscheinlich. Wahrscheinlich gibt es sie nur in Packs, National Heroes. Und wir schauen die uns jetzt einfach mal an, Leute. Seid auch gerne beim Livestream mit dabei. Genau, sehr wild auf jeden Fall. Und hier guckt euch diese Spieler einfach an, die bisher geleakt wurden natürlich. Genau, hier mehr Informationen gibt es dazu erstmal nicht. Leider keine Skillboosts oder so. Trotzdem, wir haben Sterling, wir haben Ronaldo, Bonucci, Jorginho, Kane, Sommer, Kjær, Forsberg, Schick, Modric, Dani Olmo und Meunier. Also wirklich absolut heftig. Ich kann halt eigentlich leider keinen davon richtig verwenden. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, wen ihr gern haben wollen würdet. Also, ein Schick sieht natürlich sehr, sehr geil aus, muss ich ja sagen. Also, ein Schick könnte ich mir sogar vorstellen. Vielleicht für Erling Haaland, wenn der ganz gute Stats hat. Aber sonst, der Rest, ja, ist so die Frage. Olmo, aber ich habe halt schon Maradona. Dann Sterling, LF, naja, habe ich halt Insigne. Ronaldo, also ich denke mal, die 106er und 107er sind auf jeden Fall Endgame-Cards, vielleicht sogar schon die 104er. Also ein Jan Sommer, der sieht schon echt absolut heftig aus. Auch hier Forsberg für Leipzig-Fans, auch sehr gut gemacht, aber LM habe ich halt nicht. LM habe ich nicht. Torhüter brauche ich nicht, habe ich Mendel, der ist viel besser. Also wirklich absolut heftig, was hier EA rausgehauen hat. Nochmal hier die besten Spieler des Turniers, kann ich eigentlich auch überall nachvollziehen, bei jedem Spieler. Also Sterling, ja, kann man nachvollziehen, dass der hier drin ist als bester Spieler des Turniers. Ronaldo auch, ja. Bonucci auch heftig gespielt. Jorginho auch. Kane, ja, okay, ja. Sommer auf jeden Fall, ganz klare Sache. Kjær war auch gut. Forsberg, ja doch, der hat ganz viele Tore geschossen. Schick auf jeden Fall auch. Modric, okay, okay. Olmo auch okay. Und Meunier, na gut, okay. Da bin ich mir jetzt ein bisschen unsicher, aber ich glaube, der hat auch ganz gut gespielt. Ihr könnt mal gerne reinschreiben, Leute, was wollt ihr euch holen im Event? Ganz wilde Sache. Wir sehen uns doch, denke ich, dann heute im Livestream wieder, 16 Uhr, seid am Start. Hier sieht man es nochmal in voller Pracht hier. Aber mehr hat halt auch EA nicht rausgehauen. Ich habe aber gehört, Leute, es soll wahrscheinlich, ich weiß jetzt nicht genau, ob das hier, wo das nicht getwittert, okay. Ich habe das von EA Antoine, oha, geiles, oha, das ist sogar ein richtig geiles, Bild hier. Thank you, Bernardo Silva. Okay, das war's komplett. Aber es soll wohl wahrscheinlich auf Discord gekommen sein, dass es eine Messi-Ende-einer-Ära-Karte geben soll. Mal schauen, ob das stimmt. Ich bin mal sehr, sehr gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, wenn das wirklich so sein sollte. Und ja, Leute, das heißt, wir sehen uns im Stream wieder. Wir sehen uns dann auf jeden Fall wieder. Junge, Junge, was EA hier raushaut, ist schon ein bisschen wild. Okay, Leute, bis zum nächsten Mal und tschüss.